The Walking Dead Season 2 übersetzt von www.schote.biz. Verbinde. Huch, warum ist denn da kein Ton? Mami, ich hab keinen Ton. Mami, jetzt haben wir den Ton. Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play-Projekt von mir für euch. Und zwar, endlich ist es soweit, The Walking Dead Season Number 2. Ja, meine Freunde, wir haben lange darauf gewartet, beziehungsweise ihr habt lange darauf gewartet. Ich glaube, die Umfrage ist ja schon im Dezember 2015 auf meiner Homepage www.rattle05.at. Rausgegangen, welches Spiel ihr als nächstes haben wolltet, und da habt ihr euch entschieden, The Walking Dead Season 2. Ja, und jetzt ist es endlich so weit. Ich habe es jetzt zum Laufen gebracht. Ich habe eine Zeit lang ein Problem gehabt mit dem PC, dass ich einige Spiele von Steam nicht zum Laufen gebracht habe, bipapo, etc. Ja, lange Geschichte, die wissen wir eh schon. Ja, und jetzt ist es endlich so weit. Wir können spielen. Wir klicken auf Spielen. Ja, ich möchte aber ehrlich gesagt nicht fortsetzen. Ich mache Episode neu starten. Jawohl. Machen wir. Letzter Spielstand, dass wir wissen, das ist Let's Play Spielstand. Habe ja schon ein bisschen reingezockt, ob die deutsche Übersetzung auch wirklich gut ist und etc., weil das Spiel ist auf Englisch. Ja, und das war. What's your name? I'm Clementine. You've been all by yourself through this? I know who you are, and I know you're a killer. It's how the world works now! Lee, are those bad people dead? I hope you know what you're doing with her. I got it! Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Okay, you can come. But you have to promise to stay quiet. Clementine? Clementine! No. No. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Lee, I saw my parents. I know. You can leave me. It's okay. You can come with me. No, honey. I can't. It's okay. Der traurige Abschied damals von Lee und Clementine, wo wir das alle nicht gepackt haben, dass er gebissen wurde. Immer erwischt es die falschen Leute. Immer. Telltale Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment, übersetzt von. Oh, keine Ahnung. Ich hab Schulter.bits. Clementine. Episode 3. Episode 3? Muss ja doch Episode 1 sein. Ja. What do you think? Oh, Mage, you can't be serious. I am. We are not doing that. Why not? Because.
Come on, Krista. What's wrong with Omid? We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Clementine, a little help here? Tjo, was nehmen wir denn? Omid ist ein schöner Name, du solltest, das solltet ihr entscheiden, was, wenn es ein Mädchen wird. The ring of an egotistical maniac. What if it's a girl? Then we name her Krista. But I'm Krista. I don't want to call her Krista, that's just confusing. So name her Genevieve. I don't care. How can you not care? You're not taking this seriously. I take everything seriously. Especially little Omid's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend? Why don't you, get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Oi, oi, oi. Ob Clementine schon Hello? Alt genug ist, alleine hier die Gegend zu erkunden? Tja, ich weiß es nicht. Clementine, die arme Clementine hat den Lee verloren. Das ärgert mich insbesondere. So, wir haben drei Türchen. Machen wir jetzt erst die erste Türe auf. Niemand drin. Eine kaputte Toilettenschüssel. Oh, gross. Tja, Nummer 2, die goldene Mitte. What's that? Nicht sehr schön. Tja, nun die letzte. Eine saubere. Good. No one's here. Guess it's safe to get cleaned up. Wenn der Wasserhahn funktioniert. Was machen wir denn hier? Nehmen wir die Wasserflasche. Ah, jetzt schaust du ein bisschen schöner aus. Weil wir wissen ja jetzt, es ist keiner drinnen mehr. Da ist sie nicht. Scheiße. Ich würde die Waffe nehmen, Clementine. Da ist sie ja. You. Oh oh. Scheiße, und unsere Waffe, natürlich ist sie draußen. Kacke. Nicht gut. Gar nicht gut. Scheiße. Clementine, bleib ruhig. Nicht... Oh, Scheiße. Oh, oh. I see you. Ja, und ich sehe dich. Get out of there. You're not fooling me. Wer bist du? Who are you? None of your business. Are you gonna hurt me? Only if you're stupid. Get out here. Ich bin ein kleines Kind, ey. Was willst du von mir? You got anything on you? Come on, let's see. Das ist alles, was ich habe. I ain't gonna ask again. No, that's all I have.
That's it? How'd you make it this long? I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie to me. I'll pop you. Give me what you got. Up. I'm not screwing around. Come on. Please stop. Give me that hat. No. Where'd you get it? And Papa gab sie mir. My dad gave it to me. Just give it to me. Schlampe. Junk, junk, junk. Look at all this junk. Shit, shit, and more shit. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. They had all kinds of good shit. That was a good catch. You ain't got nothing good. You're just a little fish. You gonna cry, little fish? This your daddy? What a bozo. Scheiße. Nein. Nicht Omid. Nein. Ey, wollt ihr mich wirklich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? I didn't mean to. Walking Dead. Genauso dramatisch wie der erste Teil. Ach du Scheiße. Krista. Talk to me. Wo ist denn ihr Babybäuchchen hin? This will never work. Look at this. It's pathetic. The wood's too wet to burn. It's more smoke than flame. At this rate, we'll be eating this for breakfast. It's okay. I can wait. All we do is wait. And for what? You should be doing this, not me. Tending a fire, so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise... Omid said that... I know what Omid said. Was war vielleicht die falsche Antwort? I'm freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about cold. If we make it. We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet. Then ice. Then snow. It won't be easy. Is it safe there? Safer than here because of the cold. Or so they say. We just need to keep moving north. Tja, falls wir es soweit jemals schaffen werden. Naja.
I miss Lee. I'm sure you do. Now I'm gonna go look for more wood. You just keep the fire lit.